kennengelernt haben wir uns hier in Jena. 2008 war das, im Juli 2008. Ich hatte hier studiert gerade und Mario war in München und hat hier einen Freund besucht, der gleichzeitig ein Kommilitone von mir war. Und wie es so ist, sind wir halt auf eine Studentenparty gegangen und an der Straßenbahn hat mir dann der Kommilitone Mario vorgestellt. Das war so der Moment, wo eigentlich alles begann, würde ich sagen, intensiver zu werden. Ja, und dann, aber es verging trotzdem noch ein Vierteljahr, bis wir dann wirklich zueinander gefunden haben, aus verschiedensten Gründen. Das ist manchmal so. Ich habe sie dann irgendwann mal auch in ihrer Arztkutte gesehen, in so einem weißen Gewand. Das fand ich schon ziemlich aufregend. Also wirklich ein sehr tolles Gesamtpaket, würde ich sagen. Plötzlich weißt du, es wird Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen. Mit diesem Zitat von Meister Eckhart, welchen sich das Brautpaar selbst ausgesucht hat, möchte ich Sie recht herzlich im Schloss Ettersburg begrüßen. Die Eheringe sind auch heute noch das äußere Zeichen, dass zwei Menschen, die sich lieben, zusammengehören. Und deshalb möchte ich Sie auch bitten, dass Sie sich Ihre Ringe gegenseitig anstecken. So, Herr Wulfmann, das ist jetzt nicht mehr Ihre Freundin oder Verlobte, sondern Ihre Frau. Und die dürfen Sie jetzt in den Arm nehmen und küssen. Wir stoßen auf euch an, euch das Allerbeste und auf einen schönen Abend. Ja, Prost auf euch. Okay.